21 Grad früh um 8 Uhr in Chiang Mai. Es wird hier schon als kalt empfunden. Ich habe gerade zum Chef gesagt, in Deutschland würden sie jubeln momentan. Da würden die T-Shirts ausgepackt werden. Group Ride wieder mit Jeff und Martin. Martin ist übrigens, hat deutsche Wurzeln, seine Mutter ist Deutsche und er hat in Nürnberg gewohnt, Reichelsdorfer Keller, für die Nürnberger ist das bekannt, Katzmann da unten die Ecke. Und ja, heute sind wir 6 Leute, hinter mir ist noch Liegefahrrad. Two Wheels Cruise ist auch dabei, habe ich ja schon mal erwähnt im Bangkok-Video. Wir haben auch einen Channel und ja, schauen wir mal, wo es heute hingeht. Ein, zwei Anstiege und dann zum Kaffee trinken. Hier ist so ein Elefantencamp anscheinend. Da kann man dann als Touri bestimmt auf dem Elefant reiten. Oder es ist ein Rescue Camp, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken auf der Karte. Ich habe jetzt nur die Elefanten gesehen im Wald. Aber sehr schöne Straße hier. Ist ziemlich viel Natur hier außenrum. Und ist nicht so langweilig, viele Kurven, immer ein bisschen auf und ab. Also ziemlich nice hier. Und wir fahren jetzt zu irgendeinem Kaffeehaus, hat es wohl geheißen. Und von dort aus geht es dann einfach wieder zurück. Also einmal hin und einmal zurück. Keine Schleife. Regelrechte Kolonne von Tuk-Tuks. Keine Ahnung, wo die auf einmal alle herkommen. Da muss irgendwo ein Nest sein. So viele Touristen sind noch momentan hier gar nicht. Aber lustig anzusehen. You get the wrong one.
Martin spricht jetzt Englisch, Martin spricht jetzt Deutsch. Ja. Ja, guten Tag, willkommen aus Melvin, Chiang Mai. Ich bin Martin. Ich bin Martin. Aus Nürnberg. Aus Nürnberg, ja. Genau, sehr gut, vielen Dank. I can't escape the fire. Even my best is pale. It's not enough for you. Redefine. I would erase the fire. Never to face the fact that I've been hurt by you. Every time we fall, interrupt and it ceases. Floating outside your door, we can dance when it's all electric. Spine blind in your fire sector. Everything now is falling. It's everything that you wanted. Everything that you wanted. You love to tell me when I make a mistake. Well, you know, stumble, trip and fall apart. So, wir sind wieder auf dem Nachhauseweg. Der Rückweg war ja recht schnell. Da wurde wieder attackiert an den Hügeln und Gas gegeben, 400-500 Watt. Und ja, jetzt haben wir uns wieder zusammengefunden, rollen gar nach Hause. Allerdings hier war ich auch noch nie. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich darf den Anschluss nicht verlieren, sonst bin ich verloren. Das waren die vier Buddhas. Ich weiß nicht, ob ich es noch geschafft habe, die Kamera rechtzeitig einzuschalten. Aber es sah cool aus. Habe ich jetzt von oben gar nicht gesehen, hat man nur von unten gesehen. Vielleicht hat man es ein bisschen noch gesehen auf der Kamera, aber Frankenbirdler war zu spät, beziehungsweise die GoPro, wenn man drauf drückt, das dauert immer 3 Sekunden, bis sie dann aufnimmt. Dann sind meistens die interessanten Szenen schon weg. Aber mal gucken, ich kann ja noch mal herfahren. Sah auf jeden Fall schön aus. Zurück, fast bei meiner Unterkunft. Das war der heutige Group Ride mit Jeff, Martin, Two-Wheel Cruise, John und Randy from San Diego. Für mich geht es jetzt zum Essen. Ich hoffe, es hat euch wieder einigermaßen gefallen. Gebt mir dafür einen Daumen. Abonniert den Kanal. Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben. Ihr könnt auch das Video teilen. Und ich hau mir jetzt was zwischen die Kiemen, hinter die Kiemen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.